Ich möchte diese thermische Ablaufsicherung vorstellen. Es ist eine Sicherheits- und Regelarmatur. Diese Armatur wird verbaut an Kesseln mit festem Brennstoff. Ich werde einmal diese Tauchhülse runterziehen. Die Tauchhülse wird in den Kessel verschraubt. Die Tauchhülse wird vom Kesselwasser umspült. Darin schiebt man diesen Fühler ein. Dieser Fühler ist verbunden über diese beiden Kapillarröhrchen mit der thermischen Ablaufsicherung. Wird dieser Fühler erwärmt, hier drin befindet sich eine Flüssigkeit. Die Flüssigkeit dehnt sich aus und öffnet langsam die thermische Ablaufsicherung. Bei 95 Grad Celsius wird die thermische Ablaufsicherung sich vollständig öffnen. Kühlt der Fühler ab, beziehungsweise die Flüssigkeit, sie zieht sich wieder zusammen und die thermische Ablaufsicherung wird sich wieder verschließen. Ich möchte diese Kappe einmal runternehmen. Man hat hier diesen Hebel verbaut. Darüber kann man kontrollieren, ob die thermische Ablaufsicherung funktionstüchtig ist. Man kippt diesen Hebel an, man stellt ihn auf, die thermische Ablaufsicherung ist voll geöffnet und lässt das kalte Trinkwasser durch. Funktion überprüft, Hebel wieder zurück, Kappe drauf, thermische Ablaufsicherung ist funktionstüchtig. Wo werden thermische Ablaufsicherungen verbaut und welche Funktion haben sie? Ich habe zwei Schemen gezeichnet. Es soll darstellen, zwei mit Feststoff befeuerte Kessel, es sind Kaminöfen. Ich möchte beim ersten beginnen. Der erste Ofen hat einen Heizungsvorlauf und einen Heizungsrücklauf. Dieser Ofen kann in eine Warmwasserzentralheizung integriert werden. Dieser Ofen hat einen Wärmetauscher. Dieser Wärmetauscher wird vom Kesselwasser umspült. Dieser Wärmetauscher ist angeschlossen an die kalte Trinkwasserleitung. Der Druck der kalten Trinkwasserleitung liegt an bis an die thermische Ablaufsicherung. Die sperrt das kalte Trinkwasser ab. Übersteigt das Kesselwasser die maximale Betriebstemperatur, wird es hier oben aufgenommen. Ich habe noch einmal gezeichnet, die Tauchhülse, den Wärmefühler, das Kapillarrohr oder die Kapillarröhrchen. Wie gesagt, es dehnt sich aus und die thermische Ablaufsicherung wird sich ca. bei 93 Grad langsam öffnen. Und wie gesagt, wird gefühlt 95 Grad, öffnet die thermische Ablaufsicherung vollständig und das kalte Trinkwasser durchspült den Wärmetauscher und kann frei abfließen. Der Wärmetauscher kühlt das Kesselwasser auf eine normale Temperatur wieder zurück. Das wird aufgenommen von dem Fühler wiederum über die Kapillarröhrchen und die thermische Ablaufsicherung wird sich langsam wieder verschließen. Ich möchte zum zweiten Kessel kommen. Der zweite Kessel hat einen Trinkwassererwärmer. Er wird dafür genutzt, um warmes Trinkwasser zu erzeugen. Wiederum, der Trinkwassererwärmer wird umspült vom Kesselwasser. Ist normalerweise oder logisch angeschlossen an der kalten Trinkwasserleitung. Wie gesagt, durchspült und wird hier, habe ich einmal gezeichnet, das warme Wasser zu den Zapfstellen geführt. Hinter der warmen Trinkwasserleitung, da ist die thermische Ablaufsicherung verbaut. Denn dieser Trinkwassererwärmer übernimmt die Funktion vom Wärmetauscher. Übersteigt das Kesselwasser wiederum die maximale Betriebstemperatur, wird das gleiche erfolgen, der Fühler, die Kapillarrohre und die thermische Ablaufsicherung wird sich langsam öffnen und das kalte Trinkwasser durchströmt den Trinkwassererwärmer und kann frei abfließen. Wiederum, er kühlt das Kesselwasser auf eine normale Temperatur runter und die thermische Ablaufsicherung wird sich wieder verschließen.